So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich mal wieder ein Video aus Deutschland mit Filmer und so. Heute geht es um dieses schöne Motorrad und darum, also das ist ja eine Enduro und ich bin heute auf der Motocross-Strecke und darum, was man an einem Enduro-Moped machen muss oder kann oder soll, damit es halt eben vernünftig auf der Motocross-Strecke funktioniert. Das Moped ist jetzt genau so, wie es ist. So bin ich dann mit Enduro Lika gefahren. Ich habe hier sogar noch eine Startnummer drauf, die kann ich mal runterpoolen. Das heißt, kompletter Hard-Enduro-Modus, nicht nur für zum Trainieren, sondern für ein Rennen. Genau, also Bike ist im kompletten Rennmodus. Wir haben hier absolut glattes Mousse, super weiche Reifen vorne und hinten. Absolut nicht perfekt für Motocross. Genau, deswegen die ersten Sachen muss ich erst, oder das erste, was ich machen muss, einmal Luftfilter tauschen, weil ich habe jetzt wirklich nur das Moped geputzt. Und wenn wir beim Luftfilter sind, nicht nur den Luftfilter tauschen, sondern ich habe hier nämlich Werkzeug drin, als immer für die Rennen. Das mache ich natürlich auch raus. Das ist einfach unnötiges Gewicht, was man sonst halt einfach ja, mitschleppt. Genauso hier die ganzen Kabelbinder brauche ich jetzt auf der Motocross-Strecke auch nicht. So, Luftfilter ist getauscht. Werkzeug ist draußen. Das war schon mal quick and easy fix. Aber wie gesagt, beim Hard Enduro, da war es jetzt nicht mal so, dass ich irgendwo Hebel verstaut hatte oder so. Aber zum Beispiel bei den Romaniacs macht man hier an die Kühler noch so Hebel dran und so. Das hatte ich jetzt alles zum Glück nicht. Aber das ist schon mal das Erste, weil ja, das hier sind gute 500 Gramm und einfach unnötig da drin rumzufahren. Die wichtigste Änderung ist natürlich Reifen bzw. Räder. Ich kann es nur jedem empfehlen, der ein Enduro hat und regelmäßig beides fährt, sowohl Hard Enduro als auch Motocross oder halt eben auf irgendeiner Strecke, dass man sich einen zweiten Radsatz zulegt. Ich würde immer empfehlen, die schlechteren Räder oder die älteren Räder, die verkratzen können, fürs Hard Enduro zu nehmen. Das sind jetzt zum Beispiel alte Räder von meiner 530, die mir herzlichst egal sind. Also wenn ich die kaputt mache, dann ist es halt so. Und die neuen Räder, die in der Gasgas drin waren, die nehme ich zum Motocross fahren, weil beim Motocross fahren kriegen die normalerweise keine Schläge. Normalerweise kann natürlich immer was passieren. Genau. Oh, da habe ich hier so einen herrlichen Reifen. Das ist echt voll die Ein Reifentransportsystem von 24MX, was echt mega geil ist. Und da sind meine originalen Räder drin. Die sind eigentlich, also das sind die originalen Maxxis-Reifen. Ich habe hier nur Kettenblatt drauf vom Sponsor und Bremsscheibe drauf vom Sponsor. Was auch anders ist bei den MX-Rädern, ist, dass ich eine 50er Übersetzung fahre, anstatt 51, also einfach ein bisschen länger für Motocross-Strecke. Denke mal, ist keine Überraschung. Was halt auch jetzt dazu kommt mit Übersetzungsänderungen, ist, dass man halt die Kette wieder ein bisschen spannen muss. Das ist ja klar. Aber das ist jetzt kein Problem. Das sieht voll schön aus, die rote Kettenblatt. Wieder alles original, originale Reifen, einfach nur die NG-Scheibe, die echt geil ist, muss ich wirklich sagen. Ey, sieht gar nicht so schlecht aus, auch mit silbernen Felgen. Ja, das stimmt. Also mit den ganzen Sponsorensachen ist es, ja, also klar, schwarz gefällt mir besser, aber die nackte Gasgas sieht richtig kacke aus mit silbernen Felgen. Luna, jetzt sag doch auch mal was. Wie gesagt, das sind jetzt die größten Änderungen. Jetzt geht es an die Feinheiten, und zwar Fahrwerk. Ich habe den großen Vorteil, dass ich halt ein SPV-Fahrwerk habe. Das heißt, ich kriege mein Fahrwerk wirklich sehr gut hin für Motocross. Mit einem originalen Enduro-Fahrwerk, so wie es halt drin ist, ist es vielleicht nicht ganz optimal. Aber man kann zumindest mit
Durchhang- und Gabelposition ein bisschen besser machen. Darum geht es ja. Einfach die Möglichkeiten, die man hat, zu maximieren. Und zwar fahre ich die Gabel auf der letzten Linie für Hard Enduro. Und jetzt für die Motocross-Strecke tue ich die auf jeden Fall weiter raus, dass das Bike eben vorne ein bisschen höher kommt, fährt sie ein bisschen stabiler. Ist auch nicht mehr so wendig, aber das ist in dem Fall egal, weil ja, auf der Motocross-Strecke will man erstmal Stabilität. So, wie man jetzt sieht, ist hier jetzt nur noch zweite Rille. Das heißt, ich habe das Ganze ein bisschen runter gemacht. Zack, runter auf die zweite Rille. Wieder ein bisschen fest. Ich habe die Gabel einfach nur runter gemacht. Ach so. Position. Ich habe gerade die ganze Zeit geguckt. Wenn du die drehst, passiert gar nichts. Und dann ganz wichtig, den Drehmomentschlüssel aus der heißgeliebten Weber-Werkzeugkiste holen und alles wieder mit Drehmoment festmachen. Sonst fährt sich das kacke, wenn man es zu fest macht oder es verdreht sich halt sofort. Das war die Gabelposition. Man kann hinten auch den Durchhang noch machen. Ich weiß aber, wie mein Durchhang ist. Der ist genau richtig, auch für Motocross. Ich verstelle da den Durchhang nicht. Ich mache wirklich nur über die Gabel, aber zum Beispiel also hinten ist so 4 cm statischer Durchhang, so der Nullpunkt. Wenn ihr weniger fahrt für Hard Enduro, könnt ihr da auf die 4 gehen oder 42 mm oder sowas in die Richtung. Jetzt kommen wir an die wirklichen Feinheiten. Und zwar die Klickers oder beziehungsweise erstmal die Entlüftung. Denn hier ist bestimmt Luft drin, komm mal näher, dass man hört. Nö. Jetzt kommen wir hier bei der Kronwolf-Gabel, habt ihr hier oben auf beiden Seiten Druckstufe, das heißt ihr müsst jede gleich machen und unten runter ist die Zugstufe, also zum Ausfedern. Bei euren Originalgabeln habt ihr auf der einen Seite Druckstufe, auf der anderen Seite Zugstufe und ihr könnt es von der Hand verstellen. Das ist ein bisschen einfacher, deswegen ich weiß nicht, warum die das an einer besseren Gabel komplizierter machen. 5 Klicks Druckstufe zu. Wie gesagt, bei einer Kronwolf-Gabel ist 5 Klicks richtig viel. Beziehungsweise bei dem SPV noch mehr als bei einer Kronwolf-Gabel. Bei eurer Originalgabel sind 5 Klicks nicht viel. Da könnt ihr wahrscheinlich 10 oder 15 oder so sogar zuschrauben. 1, 2, 3. Und 3 in der Zugstufe. Einfach, dass es ein bisschen langsamer wird und ein bisschen. Dann kommt der Dämpfer. Und der Dämpfer kriegt hier unten 1, 2, 3. Dämpfer kriegt unten 3 in der Zugstufe zu. Und dann 5. Okay. Hat oben Highspeed und Lowspeed jeweils 5 zubekommen. Also, dass er einfach sowohl im schnellen Einfedern und im langsamen Einfedern ein bisschen härter ist. Und 3 zu in der Druckstufe. Also vom Verhältnis immer ein bisschen mehr Druckstufe schließen als Zugstufe schließen, sonst wird es zu langsam und federt nicht mehr über die Wellen weg. Alter. Okay, das ist ein krasser Unterschied. SPV ist so krass. Das war wahrscheinlich sogar zu viel hinten. Guck mal. Ich habe mich gerade mal kurz draufgesetzt, das war wahrscheinlich hinten sogar zu viel. Ich mache mal nur 3 jeweils. So. Und damit, mit den Änderungen, solltet ihr eigentlich ready to go sein. Viel mehr ist es nicht. Bei mir zumindest. Da hat dann jeder auch nochmal sein eigenes persönliches Empfinden. Aber so ist für mich jetzt eigentlich ready. Das heißt, nochmal kurzer Schnelldurchlauf. Natürlich alle Hard Enduro typischen Kabelbinder und Werkzeuge und sowas rausmachen. Räder, ganz wichtig, oder Reifen. Am besten habt ihr einen zweiten Radsatz, wenn ihr das regelmäßig wechselt, weil sonst jedes Mal ein Reifen montieren ist halt nervig und ihr könnt es halt so einfach mitnehmen. Und dann einfach Fahrwerk. Wie gesagt, hinten eher ein bisschen tiefer, vorne ein bisschen höher, je nachdem wie halt euer Setup ist. Ich habe jetzt bei mir nur vorne höher gemacht. Das bewirkt aber auch ja gleichzeitig, dass hinten, also dass die Balance sich eben einfach ein bisschen mehr hinten senkt oder vorne erhöht und dann einfach ein bisschen Setup geändert. Einfach nur minimal Klicks, das ist halt der Vorteil beim SPV. Wenn ich jetzt hier
Supercross fahren will, dann drehe ich halt 20 Klicks zu und dann ist es halt, dann bewegt es sich halt gar nicht mehr. Oder ich mache es halt ganz weich und dann kannst du halt Trail fahren, theoretisch. Genau. Jetzt ziehe ich mich an, dann kriegt ihr ein paar schöne Fahrs hin. Moped ist mega geil, es macht total Bock. Mein Setup, was ich gewählt habe, ist sehr gut. Allerdings ist es schon wieder sehr hart. Also wenn es jetzt sich mehr ausfahrt, würde ich wieder weicher gehen. Aber macht mega Laune. Richtig, also das Motorrad ist krass schnell auf sowas, Alter. Bremsen, Gas geben ist so... Boah, das ist richtig geil. Gut. The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars. I left the pages in my schedule, but they're falling hard.